En ik dacht dan, wat checkt ons uit? Zo, we weten nu, we gaan een profijt aan de maat. Als de Bijbel zegt, we waren het door aan weten, dat er gewoon werkelijk een profijt is. Want dat zich zo ram neemt als die profetieerd hebben. Hij zei dat we zo ram gekomen, zo. We gaan een profijt. En we gaan ook nog een andere profijt, dat ik kan reden wel. Hij werd ook geprofesseerd in Zacharke 9, vers 9. En wie weet die geschichte alle. Van die is Paul om zondag. En dat is de dag waar Jezus dat Buddha bracht die reden van een olijfboom in Jeruzalem neemt. Dan moet hij dan neemt hem om zijn leven geven, om ons te raden. En dat is wat ik kan reden wel van die aan. En ik wil eerst die vers lezen in Zacharke 9, vers 9. Dat had hij geprofesseerd. Dat wat moet passeren. En krijg dus hij dat je zegt, wat krijg zo passeren dat. En dat zegt de vreedend die herig. Die hier in Sion wonen. Lut in vrienden te heren zijn. Die hier in Jeruzalem zijn. Hark einmal, den Tänich hem nu jünd, hei es an alles gereich en merken frie. Hei es deimaltig en ritt ab einen Esel, einfach ab einen jungen Esel. En wie fing das hier schicht an alle Feier Evangeliums zu schreiben? En ik heb mir gewählt, die te nehmen van Markus Kapitel 11 en die erste 11 Versen durch. En ik wil die lesen, wenn die in der Bibel in Hand kennen. Met gaan door bij de Markus kapitel 11, vers 1 tot 11 te lezen. En dan Luther wil ik nog wat woorden van Johannes nemen, van Lucas. So, Markus kapitel 11, vers 1 zegt dat: Was zijn die Nura naar Jeruzalem komen, naar Bethphage in Bethanien en Olivenburg? Schickt hij twee van zijn genia en zet aan. Guten oder derb dat verjent leeg, en droed wo je door nangunen, wo je een faal on die bangen vingen. Wo nog kenne boven die reden haf. Leist dat los en brengt dat her. Wanneer een weer vraagt, waarom die dat los doen, zegt hem, de harde wel op brukken, en wat op bold waren treedschakken. Ze gingen en vangen een palm, bieten op de goos, om deren post ongebongen en leisden dat los. Van de mensen die er stonden, zeiden een je, wat doe je doen, dat die dat palm losleisden? Ze zeiden aan, wat Jezus aan bevoelen had, en die leiden aan goenen. Als zij dat nu Jezus brachten, spreiden ze er kleider over dat palm, en Jezus zag zich doen op. En veel mensen spreiden ihre Kleider ab den Weg, andere hakten Blätteraster van de Bäum en spreiden die ook ab den Weg. Die door verabdingen, ook die door hier rondkomen, schreien, Hosiana, die sehen, dass die im Herrn sie genommen kämpft, lud an den Puder, darf ich sie in Reck, dort am Herrn sie genommen kämpft, die sehen seinen, haupt die Hechste ans. En Jezus denkt in Jeruzalem aan en denkt naar een tempel. Hij trekt zich alles aan en wil dat al lood weer, denkt hij met zijn 12 nu Bethanien. Zo is dat woord. Zo, dat weer de tijd waar de Juden er passen was weer en die weer het bevoelen dat eenmaal het jaar te houden. Toen ongedenkt dat we God eenmaal had uit Egypte een ritje gebracht. En dat hielden ze eenmaal het jaar. En de mensen die kwamen van wiet en breit, hebben we de hand, naar dit pas. En we weten dat Jezus die ook verhaalde naar dat pas. Want van het jonge aan, als hij eenmaal 12 jaar weer, dan hadden ze de ouderen allemaal eenmaal doorgeloten. Zo hij ging ook verhaalde naar dat pas. En dan Johannes 7, daar lees ik van een soort, waarom ze in de breider aan de hand schrijven, die zegt,
Sen haben sie in Jerusalem gewohnt, in der Pfarrer, aber sie wollen nicht. Sie sind in der Tiefe noch nicht hier. Und was sie da gut getan haben, sind in der Tiefe das Amareit. Und dann sind die Breite Schwache gewohnt werden, dann denkt Herr Luther auch, aber das sagt doch, er ging Pflicht, wenn es die Jüden der Stunden am Dünner leben. Und so, ich denke, das Pferd, die Jüden wollen am Pferd vornehmen, und er in Jerusalem wäre. Aber das sagt keiner lädt, der hängt an ihm, wenn sie in der Tiefe noch nicht hier. Und von da an, als Jesus geboren wäre, die glaubende israelitische Lehrer, dass Jesus wäre nicht vorverjährt. Und die versagten am Dörte merken. Die vierten Mal haben sie wohl am Post nehmen, aber die Tennerläden hängen an, wenn sie in der Tiefe noch nicht hier. Und aber nie wie sie in der Tiefe hier. Und noch sie in der Tiefe ist hier, wie dann Leute sich Post nehmen. Jesus lehrt von sich selbst, dass die Tenner wohl an das Leben nehmen. Er lehrt von sich selbst haben. Und das ist was passiert, dass die Tiefe ist hier, wie wir weiten, dass die zu Leuten nach Hand haben, dann sagten sie früher und dann früher in wem sie gehen, dann sehen sie nur Jesus und dann sehen sie, sagt sie das. Und dann sehen sie, wenn die in dem Segen, dann tut das sie gut. So, was in der Tätig stören wird, dann dürfen sie kann und Leute sich nehmen und über Eier nicht. Und das, was hier passiert, dass sie nie wieder Tätig hier, wo sie das letzte Mal in Jerusalem nennen wird, wo er dann wird sein Leben geben und sterben wird. Und viel was passiert an diesem einen Werk. Von Sinnach, von Niesinnach, wo er von dem Boyerhof-Camp in Jerusalem nennt, die Menschen, die schreien, alle Hosianna. Und dann werden die der Luther vielleicht von den seltsamen Menschen, einen, die schreien, 30 haben. Und dann wird Friedrich wieder auch dort gemerkt, und wird Sinnach wieder all abgestorben. Sein einen Werk, wie viel passiert. Und, aber das muss alles herankommen, was geschrieben wird. In Johannes 12, Vers 23, du siehst Jesus, der Tiet ist nicht hier, dass die Menschen sehen soll verherrlicht werden. So, das wird nicht der Tiet, wo er soll verherrlicht werden. Und er weiß das, was er in die Tiet gewohnt hat. Und das sind Menschen, die alle schreien und Frau werden und Loden haben. Aber er weiß, was er in die Tiet gewohnt hat. Und das, was vielleicht vor allem dann mit Unrecht war es. Und das wäre nicht leicht für Jesus. Wie weit denn, dass das nicht leicht war es vor allem? Jetzt in Johannes 12, Vers 27 sagt Jesus zu seinen Jüngern, sagt er, nun ist meine Seele bedrängt. Und was soll ich sagen? Vater, rat mir diese Stimme. Aber das ist, wozu ich in diese Stimme nicht gekommen bin, sagt er. Und dann im 28. Vers sagt er, Vater, verherrlich deine Namen. So war er doch gemeint, dass er sein Leben geben und dass er Gott sein Namen soll verherrlicht werden, auch an seinen Tod. Und wir weiten, dass er gesagt hat, er betet Gott, wann auch möglich wird, dann soll er das Leben von ihm wahrnehmen. Aber er sagt nicht, dass es mein Willen, aber dass es sein Vater sein Willen soll dort passiert werden. Und das wird neidig, dass Jesus das tut. Und warum wird das neidig? Weil das wird neidig für uns. Dass wir waren können, mit Gott versäumt werden. Und dazu haben wir das getan. Jetzt sind das auch in Hebräer 9, Vers 22. Unblut für jeden, die auf der Tönne sind und Vergebung. Und Jesus sieht sich die Hand, bloß wie in unsere Sinnen, dass wir können frei werden von unseren Sinnen. Und wir wissen, dass die Hebräer, Römer 3, Vers 23, nur sehr wie alle Sünder. Und in Epheser 2, Vers 3, das sage ich, wir sind alle in dieser Welt neu geboren aus Sklaven für die Sinn. Und dort ist die Isaac, woran Jesus der Dämmen leid. In Johannes 12, Vers 24, du sagst Jesus, du sagst, ich sage in die Wahrheit, wenn ein Weltkorn nicht an die Erde fällt und stirbt, dann bleibt das allein. Wenn er aber stirbt, dann bringt das viel Frucht. So, was braucht Jesus jemand zu sein? Wenn wir einen Korn nehmen, kriegen wir von Wort, von Wert oder von Korn, und sagen das an die Erde, dann wird wieder ein Tempelbold ab, und dann darf das noch stehen, dann bald sich das noch Ohr, und dann darf das fehlsucht. Wenn das ein Korn, darf das fehlsuchtig. Und das, was Jesus hier gesagt hat, die sieht, wenn das allein bleibt, wenn das nicht an die Erde fällt, die stirbt, dann bleibt das allein.
So wenn Heinrich wird sterben, dann wird keiner dort ewig leben zu dir. Aber wenn Heinrich wird sterben und Heinrich wird abstehen, dann würden dort auch Fehler zum Leben kommen. Und dazu würde ich hiervon reden. Dort. Wenn Heinrich sterben wird, dann hat keiner zu dem ewigen Leben kommen. Da wird alle verloren. Und das würde Jesus der tun. Dort. In 1. Korinther 15, Vers 44 sagt Paulus, dass die erste Arm, die war eine lebende Seele, aber die letzte Arm Jesus, die war in Jesus, der das Leben nicht mehr an dir. Und das ist, was Jesus für uns hier tun hat. Und das ist eine Frage, wenn wir daran denken, dann, was Jesus hier tun hat, und was alles passiert ist in diesem Werk. Und wenn wir daran denken, was er uns früher gemerkt hat, das ist wirklich eine Frage. Und ich kann die Beträgung in Markus Kapitel auf, und dann von der ersten Vers und dem Anfang, und dann mit Evergun. Die erste Vers, das sagt, sie sind dann in Bethanien gekommen, wo Jesus dann zwei Jünger Rittigkeiten in den Bora. Und das, wo die hier in den Wehren, das wird die Stadt, wo Jesus Lazarus hat von dort abgewirkt. Mit der Zeichen Johannes 12 und die ersten zwei Versen, das saß der Pfarr, der Pfarr, weil die Hüten der Pfarr, werden sie durch Hause gekommen. Das sind die Hunde nach Nunkas gemerkt, und Jesus wieder und Lazarus wieder. Und die Johannes 12, die ersten zwei Versen, nur das sage ich. Saß der Pfarr, den Pfarr, kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wieder, der du gestorben wirst und den Jesus von dort abgewirkt hat. Du merken sei an einen Ohrenkass. Und Martha bedein Lazarus wie einer, der mit am Dach wird. Und das hat wieder, das wirkt, wo Maria dann die Tiere all Jesus hat befeuert und leid und so wieder. So das ist die Stelle, wo sie wieder angekommen und von hier schickt er dann die zwei Jünger und nur das Pfarrer holen und die in Markus 2, Vers 2, die zweite Vers, die dritte Vers, die sagt, dass sie seht, zu einem guten oder derb, das Verjüdlich in die Ruhe, wenn die Ruhe waren, dann gehen wir den Pfarrer an die Bogen fingen. Es ist hitzig, sei einfach. Bloß sein guter Hahn und wir waren den Pfarrer fingen, lässt das los und bringt das her. Es ist hitzig, sei einfach. Bloß wie würden sie denken, dass das Schock nicht ist? Das, wenn ich gut bin, schrecken sein sollen, da eine Vienna fahren, die wird fertig tun, sticht den an und bringt das her. Und wenn die Frauen wollen das tun, dann sage ich bloß, ich sage, ich werde braten, die werden bald bei der Träger schrecken. Die würden sagen, das ist nicht, was das Schock ist. Das Schock nicht ist. Aber das wird, was das Schock ist. Und das zeigt euch, dass die Jesus in die Jünger, die verstehen das dann auch nicht alle. Aber nur hier verstehen sie, dass sie das für Jesus hier tun hat. Aber das erste Krieg, Jesus kann das alles vorbereiten und die wissen, das Krieg wurde fahren, wie und alles. Und ich dachte mir, die wir nur denken, wie in diesem Buddha, in der Fahren. Und ich sagte mir nur, was nach Meier geschrieben wird von dem Buddha in der Schlaf. Und ich finde das interessant, was mich mit auf die Gedanken bringen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder so ist, aber ich kann bloß mit sagen, was mir sehr interessant wird. Wo ich die Finger da in 2. Mose 13, Vers 13, ist das Zeichen, dass wir in Jungen fallen, wo noch keiner bei uns reden hat. In der Bibel fängt ihr gefährt, wenn du was die Brücke für was hältst, das muss immer, soll immer so sein, was noch nicht eiert, was die Brücke wird. In das Bruder, die wird noch himmlisch eier gebrückt. Und hier in 2. Mose 13, Vers 13, wenn ein Kapitel dreht von all den Tieren, von das erste, was die geboren ist, dort die hier Gott. Und dann in der 13. Vers sagt, dass über jeder Erstgeborene von Esel soll frei gemerkt werden mit einem Opfer von einem Lohn. Wenn dort nicht wird, dann soll die den kleinen Esel dort den Nack brechen. Sag mir nicht, dass das so ist, wenn das noch so die Folie war, dass die dort die die Bürger müssen frei gemerkt werden durch den Lohn.
Dann kann es sein, dass wir einen Namen der Abfahrt von diesen Bürger, was Jesus wurde in Jerusalem drehen. Das Lamm, was durch die Abfahrt war, von dem Bürger würde dann sein, ein Lamm der Abfahrt. Ich weiß nicht, zuerst, aber ich fand das interessant, was das zu sein hat. Und dann, als ein Feierfiefen saß, dort sagte die Jünger, den dann Hahn, und sie fanden, dass Jesus gesagt hat. Und sie leisen dann los in die Früh nach, woran sie das deuten. Und sie sehen dann, was Jesus dann gesagt hat. Und ich weiß nicht, ist das vielleicht einer gewesen, was Jesus getan hat oder nicht, ich weiß das nicht. Wenn er nicht hat, Jesus hat gehört, könnt am das Wort bieten werden, dass die am den Bruder leid. Ich denke, ich staune mich mit her, wenn das einer gewesen ist, woran Jesus geläuft hat. Da war er sich bei sehr gefreut haben, dass der Herr sieben Bruder brücken will. Und ich glaube, den Bruder würde er so lange geholt haben und sich aufmachen können. Wie sollte den Fan nicht angedenkt sein von ihm? Der Herr, der auf dessen Bruder gebrückt, der das letzte Mal in Jerusalem kommt, dass das Lamm, das für die Welt der Sinnen starb. Das Bruder hat ihm die Rechte gedreht. Ich weiß nicht, aber wenn er einer weiß, dass die sich dann bei sehr gefreut haben. Und dann, Vers 7 und 8, wurden sie den Bruder dann nicht heimgebracht und sie merkten, dass er reit, sprechen ihre Kleider dann ab und Jesus sah sich dann ab. So, nun werden sie reit, sie sollen draufgehen, sie von Olivenburg rauf und in Jerusalem nehmen. Und da wird viel Kleider am Weich gespreit, auch Palmblätter. Und hier wäre nicht bloß Jesus und seine 12 Dinge allein. Hier wäre nicht eine große Herde Menschen. Wie es wäre in Lazarus, wenn dort steht, wie wo Lazarus wir kennen viele Menschen haben. Nicht bloß wie in Jesus ins Holm, aber auch wie in Lazarus ins Holm. In Johannes 12, Vers 9, der ich auch sagt, dass du sagst, dann hielten einen Schaufdieden dort, dort haben wir. Das ist eine Rede von Jesus, das Jesus der wir. Und so kämen sie nicht bloß wie in Jesus, aber auch am Lazarus zu sein, den er von dort abgewerkt hat. So hier hat sich viele Menschen dort getroffen. Dort wären Jesus mit den Jüngern und dann noch viele andere Menschen, die wir heimgekommen sind, und die ging da drauf, die wir in der Reihe, die ging da drauf. Und das sagt dann wieder in Johannes 12, Vers 12 und 13, dass die, als sie nur an dort in Jerusalem hörten, dass Jesus die Hand haben, dann haben viele Menschen namens die. So hier haben wir gehört, was mit Jesus soll mitkommen werden, in der große Herde haben von Jerusalem namens die. So, ich habe uns feststellen, was dann für ein Absehen war. Viele dieser Menschen, ich weiß nicht, wie viel über viele dieser Menschen waren die Gewahrsam. Viele kamen mit Jesus und viele kamen am Nientäen. In Johannes 12, Vers 12 sagt er, den nächsten Tag, als die viele Menschen, die zum Fasten gekommen wären, hielten, dass Jesus nach Jerusalem kam, nehmen sie Palmblätter und gingen am Nientäen. So, viele Menschen kamen mit Jesus und viele kamen am Nientäen. Und das dort denkt du dann wieder rauf. Und wir können uns ein bisschen feststellen, was dort noch geloten haben. Und sie schrien. Und dann Markus, die Vers 9, 10 sagt, dass sie. Und die fangen an zu schrien. Das sagt, die du vorabgingen, auch die du hier ankommen. Schreien, Hosiana, die sehen, dass die den Herrn sie nehmen kämpfen. Lut an den Bruder David sie in Reck, dort den Herrn sie nehmen kämpfen. Die sehen seinen Haupt, die heißt er uns. In Johannes, in Lukas 19, Vers 37 und 38,
Du sagst, dass die Jesus in den Jahren, die fangen auf einmal mal Lieder stammen und Gott zu loben für all die Wunderwerke, was Jesus getan hat. Lukas 19, Vers 37 und 38 sagt er. Und als sei dann nur ein Team in von Olivenburg raufreit, fängt der große Herr Dinge an, in ihre Freude mit Lieder stammen, Gott zu danken für all die Wunderwerke. Wirken, die sie seinen haben. So, ich habe uns mit verstanden, diese ganze Herren Menschen, und die fliehen, und die loben Gott, für was sie tun haben. Ich habe uns mit verstanden, was das dann für ein Gerecht war. Und die Feinde von den Pharisäern, die können das nicht verdrehen. Und das sage ich in Lukas 19, Vers 39 und 40. Dass die sind Jesus in der Jünger, die sollen mal beschwächten. Ist das, wie, was ganz sehr amoklich wir. Und die sind Lehrer, beschwächt die Jünger. Aber Jesus sagt, wenn das so ein Stahl ist, wenn das so ein Stahl ist, dann würden die Steine anfangen zu schreien. Und das sage ich wieder in Johannes 12, Vers 18, die Pharisäer, die sagen, seid mal, die tun nicht. Und die sagt, das bringt uns noch nicht an. Es liegt die ganze Welt hier am Hieran. So, das wir verändert zu sein, sie würden nicht gegen alles dieses Hieran. Und das wäre das Wort, was sie nicht verdrehen können. Und dann sagt er, dass sie dann nur nach Jerusalem kommen, als dieses die Stadt sagt. Nun kann er einmal alle zum Stillstand. Und Jesus hielt. Es sind viele Menschen, die wären froh, dass ich nicht mehr gekommen wäre. In loben und danken Gott. Und nie auf einmal hast du halt dich still und nie hielt er wieder. So, das, denn ich sage, Gott abpassen. Und viele von den Menschen, die haben noch gleich die rechte Anstellung, sie glauben, dass Jesus wird kommen, dass Jesus wird nicht kommen, dass irdische Rick hier abstellen, er würde ich kennig sein. Und dann würden sie vielleicht mal frei werden von der dreimalige Rick, wo sie und ja, liegen mussten. Und das, was er meinen hat, und das soll nicht sagen, dass das nicht wir, was Jesus teilt, was Jesus in der Meinung wir, dann werden sie sich einig, dann wollen, dann fliehen sie. Tritt sich an. Und so erst direkt, und das Johannes dann in Johannes 1, Vers 1 sagt, dass Jesus kam in seine Ehe Namen nicht an. Und dort erst, wo das hier wird. Viele, die bleiben an Namen, aber viele nehmen den Namen nicht ab. Und dann möchte ich fragen, was meint das alle zu uns? Wer ist Jesus zu uns? Freuen wir uns, wenn wir an das alle denken, was Jesus durchgekommen hat? Er bejammert mich dort in Tränen über die Lieden, was Jesus hier alle durchmachen muss. Viele Menschen die nehmen des Tages, bloß Osten, der Stelle Friedrich, ein Tag, bis ein Tag hoffen, aber von der und da bin ich geschaffen. Aber einige, die vorher noch in den Tag, das viele Menschen, das einige Mal, was in den Tag fallen. Und da wird ferner nach sehr trüglich der Hand gestahlt und ferner kannst du nach Thron über, was meint das für uns, das Christen, was Jesus hier tun hat an diesem Werk? Tja, wie uns freuen, tja, wie am Loben für was er hier tun hat für uns? Ich glaube, ja, und wie du an denken, dann wie können uns freuen? Wir freuen uns nicht für dort, was er leiden muss, aber wir freuen uns, dass er dort zu tun hat und dort vollbracht hat. Dort ist die Freude. Und dort ist bloß der einzige Weg, wo wir die Gemeinschaft haben mit anderen und wir können das ewige Leben haben. So, dort ist die Frage, wo dankbar sind wir? Und diejenigen danken am Dürfen für all die Wunderwerke, die sie sein haben. Und ich dachte, Jesus hat viel Wunder, heilt viele kranke Menschen. Und das Wunder, wir lesen davon, über das Jesus noch einmal Wunder, das Jesus von der und Wunder macht uns. Tja, wie am Danken für Wunder, die an uns Leben getan haben.
In der Zeit fährt man uns vor wieder bloß bei Herrn. Über Jesus hat noch einmal Wunder. Und ich werde auch ein Wunder in meinem Leben tun. Und was ich damit meinte sein, dass es ein Wunder ist, für mich ist das ein Wunder. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass ich das Wunder in meinem Leben tun habe. Ich lebe in der Zeit, dass der Vers 2, Vers 3 sagt, dass die Leben alles ist ihre eigene Lust, das Verlangen, wo ihr Fleisch nur verlangen seid, das dort lebt ich ja. Und was immer mich jankert, wo meine Lust, meine Dreif, dort direkt. Und sie werden sich befreit haben. Meine Mama will Pferden haben, wir sollen in den Truck fahren. Und der Pferden sei geprachert, aber ich habe kein Verlangen und ich dachte das nicht, wie ganz kalt er war. Ich kann mir nicht an, was sie sieht, mal so kalt, dass es werden kann. Und wir haben uns so befreit, wir wohnen in der Port, und fährten wir uns einmal am Frühstück zum Dance, bleibt dort danach, hier war und wird es befreit, meine Früh wie allein Tees. Und mal kalt, so kalt, dass es werden kann. Aber dann nur, dass wir herkommen, leiden, dass wir hier schon statt die Wars hier, dann haben wir die Raut, wie man Menschen tut, was sie von Jesus betalen leiden, und wo sie heute noch ihr Leben gefunden, dass sie gerat werden, und dürfen Gott untertreiben. Und dann auf einmal hier ein Wort, ich habe mal ein gelesen, über keinmal nicht gesehen oder verstehen, wo das wirklich wäre. Und das wir unsere Jungs, die hatten mal was für uns mit von Madwerkschule. Und ich check das Eva und die machen die Rede von das, die erklären, was das meint, Reimer Tierenfels, nein, das ist das Tieren. Und du ging mir auf einmal die Ehren auf. Ich habe das mal gelesen und gehört, über das wie Jesus, ja, die wir kommen für die Sender. Und dort sind wir so wie das Ding. Wenn mir auf einmal die ging, dann oben, die darf das ab. Und ich kann das verstehen, dass heute persönlich von meinen Sinnen gestorben wird. Und dort sagte, wenn wir dort den Horten bleiben und betonen, dann war wir seilig. Wir sind nur da, wir sind dort, und ich glaube dort, und ich nehme das an, und du passiert das Wunder. Nicht all das, was ich schon mal verlangen habe, all das, was ich da will, du willst nicht von weitem, das hast du nicht, und was ich nicht von weitem will, du hast nicht gerade verlangen. Ich fange an, die Bibel zu lesen, und in Gott sind gut, dass wir diese Spaltermine üben. Und ich lese und lese, und ich will mehr weiten, in Meier von Gott weiten. In dort, wo ich meine, dort wie ein Wunder Gottes. Er hat keinen Sinn, hat keinen Verlangen nicht mal, für Gott zu leben. Aber Gott, der mir den anderen Sinn, hat verändert mich Sinn, nie wieder 100 Tage umgedreht. Erst ging ich gerne war ich, nie ging ich dessen war ich. Und dort ist bloß Gott, was dort tun kann. Und dort ist die ganze letzte Frage, wo ich in meinem Leben erfahren habe, dort ich die Sicherheit trägt, dass Jesus meine Sinnen vergeben hat. Dort ist die ganze letzte Frage, was wir aus Tristen kennen haben, dass unsere Sinnen vergeben sind. Und dort ist, was Jesus hier deut. Und bloß durch, wie nur das ewige Leben haben. Jetzt Jesus, der Weg in die Verreich, in deins Weg hat er in die Verreich. Er hat viel getan, um dort zu proben, dass er Gott ihn sehen wird. Aber viele nehmen das nicht an. Und er ist hier nicht, aber er will uns nicht brauchen. Er braucht uns, um zu sehen, wo er hier wieder merken. Und er will dann den Bruder brauchen. Und der Bruder wird dann angebogen. Und er sagt, die sollen ihn gut leisen und herbringen. Und dort ist man uns gerade so, wie man, Jesus war uns gebrochen, aber wie man noch geschlossen die Leute waren. Wie sind die Baum? Ja. In vierten Mal sagt man, wie auch Jesus an euch genommen, aus den Herren in Rara, wir dachten, vierten sind wir noch mit Dingen gebaut, wo wir nach Fossen sind. Mit verschiedenen Dingen, mit Losten oder Tieren, verschiedene Dinge sind, wo wir uns looten mit Bingen, wann wir gerade sind. Das Jesus Lazarus abwerten Leute von dort, er hat keinen Rüt und dann sehen die Menschen, die daran wären, die sollen gut am Loslösen. Es hat Lazarus wieder nicht aus dem Leben gekommen, aber die werden noch ganz bewackelt mit Grabkleidern. So, die muss noch loslösen. Da lassen wir uns eigentlich mal lösen. Wenn wir all an seinen Hand gehen, das ist euer Name, fährt man uns, dann sind wir noch mit Dingen gebunden,
Dinge, was wir lernen, was wir nochmal holen, was wir einmal gelebt haben, was wirklich ein Grund haben von der Bibel. Und das sind Dinge, wo wir uns mit binden, luten. Und du musst wie von Lust der Leute werden, ah ja, Jesus uns wirklich brücken kann. Und das fährt uns vor. Jetzt fährt uns, so wie Menschen, die so versorbelt haben. Und das fährt uns durch und das alle hineinzaubeln, was wir wirklich frei sein. Ich werde das wie in meinem Leben, das ist dort. Die Bieren wasser Dinge, wo ich mich noch anhören habe. Ich glaube, ich muss das tun und das muss ich so tun. Und das Bieren wirklich Dinge, was mich vorzuhören habe. In du hast Pferden von dir redet, und wir haben verschiedene Meinungen. Eva. Einer sieht so, und einer so, und einer so. Naja, wo wird denn nicht schließlich mal hin? Na, ich kann schließlich an abzuhören, was Menschen sehen, und ich bete Gott und studiere dort. Und dann auf einmal dann denkt Gott mir, du bist geboren. Und dann wird los. Das Bier ist manchmal auch geboren. Und das sperrt sich einfach so, es war nie, wir waren von frischen nie in die Bühne. Kriegt das sperrt sich das. Und das ist, was das Pferden passieren hat. Wenn wir von denen auf einmal loskommen, dann sind wir frei. Und wir können noch gleich wirklich verstehen, was das meint frei sein, nicht eher wie frei sein. Jetzt sind es so sehr viele Dinge, wo wir uns können mit Leuten bringen. Und ich will den Teilen. Das erste denke ich, ist, dass wir machen das Teil tun. Wir machen das Teil tun, dass wir frei sein. Frei sein mit uns selbst. Das sei. Gott, das sei. Und ich bin vertrieben. Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Aber viele Menschen, die kommen Zwiebeln und die haben Zwiebeln über ihre Seiligkeit. Das ist ein schreckliches Wort, ich denke, das habe ich selbst belebt mit meiner Frau. Dass die Menschen, die schließlich krank waren, und ich glaube, wir haben uns die Menschen, die gestorben waren, das ist ein sehr schweres Ding. Das ist ein Ding, was Tag und Nacht in der Kopf ist. Wenn die Zwiebeln sind, werden unsere Seiligkeit. Und das ist nicht neidig. Und das Jom Baumann hier lässt sich, dass er die englische Andacht, oder die deutsche Andacht gebracht hat. Er sagt, dass er wirklich an der Zeit war, wo er das nicht mehr bleiben konnte. Aber er hat zu Gott gesagt, wenn das sind Jeff, das wir weiten können, dann dürfte das auch ein Wort zu mir. Und wenn wir drei sind, wenn wir Stunden tun, sage Gott, hier sage ich, wenn das sind Jeff, dass ich das weiten kann, dann dürfte mir das ein Wort. Und das Wort. Ich kann Ihnen versichern, wenn die waren ihren zu Gott kommen, er hat den dort unten bohren, jetzt dann wollte ich nicht daran sein, ich glaube. Dann wollte ich erst wieder an dir, dann wollte ich dann sein, ich weiß doch, der Herr hat mich dort unten bohren. Jetzt ist Jesus der Petrus sagt, dass der, du früher, wer sie sehen, was sie wären, und Jesus sagt, du wirst Gott ihn sehen, und Jesus sagt der Petrus, Fleisch und Blut habt ihr dort nicht unten bohren, aber mein Futter im Himmel habt ihr dort unten bohren. Und das war das korrekt so, Gott unten bohren uns dort. Und dort ist, das sind die große Freude, dass wir dort hin weiten, dass ich dort wieder hin haben und dort wieder hin weiten. Und da können wir verdankt sein, dankbar für sein. Und wir können Gott danken, dass er so ein Wunder an uns zu tun hat, wenn wir uns an Hand geben. Und das ist für alle durch, das ist für alle zu haben. Das ist nicht bloß für weiße Menschen. Alle, die wir der Welt, die können das haben. Und wenn du auf einmal weißt, was die Bibel in der Dach mit den Töten und Lüster tauscht und in den Töten, der Rest gehört einer den anderen dort mitteilen. Like, wir können nicht einer den anderen raten, aber wir können einer den anderen halten. Jetzt ein Eck findet, sagen wir so, wenn wir erst tauscht und sagen, okay, ja, ich sehe einen Trouble, ich mir fehlt halb, ich brücke halb, und das so ich sehe. Ich sehe mich nicht sicher, ich weiß nicht. Ich sehe mich bloß nicht sicher. Wir sind dort, wo Gott nachkommen wird, wenn wir uns hier schon mal handeln in Stunden tun, bloß das, was wir uns haben. Wir können uns für eine Hand stellen, das ist alles fern mit uns, aber für ein anderes ist das nicht. Und wenn wir das tun, dann treiben wir Haupt. Wenn wir das nicht sagen, nicht mitteilen, dann schlägt man uns nicht von Haupt, von unseren breiten Sestern. Aber wenn wir das mitteilen, dann können sie beten fahren und uns und dann können wir frei werden fahren. So, das ist erstens, wir müssen Jesus annehmen, wir müssen von Gott nie in die Bühne sein. Und dann uns Leute frei merken, dass Jesus uns brücken kann. Und das ist auch eine Apostelgeschichte, das ist hier einladig, dass gleich von den Herren Jesus Christus dann war ich seilig geworden.
dreimal tratieren wir einmal, zehnfach tratieren wir einmal den Herrn, die nun was anrufen, die wortseitig wollen. In Johannes 3, Vers 20 sagt Jesus, seid der Klufer, der und klappt an. Wer meine Stamm hört, in mir die Dau merkt, bei den Worten dann nun, in meiner Amelten Heimat mir. Und Jesus sagt, woran er steht, wer in mir kommt, den Worten, ob keinen Worten rückschreiten. So Jesus ist immer bereit zu halten. Er ist da, wenn wir hinkommen, er wird uns halten. Und und wir waren nächste, das kommende Freitag oben und haben. Und da das auch, wir waren noch dort dran, wir haben uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir uns wirklich nur sein, wo wir uns tun mit Gott, mit anderen Menschen, dass wir wirklich an frei kommen und durch Teil annehmen und dankbar sein für was Jesus für uns getan hat. Das hier ist die letzte Freude, die ich jemals in meinem Leben belebt habe, ist, dass Gott meine Sünden vergeben hat. Ich meine damit nicht zu sagen, dass ich vollkommen sehe, das ist nicht, was ich meine zu sagen, aber dass Gott meine Sünden vergeben hat und ich mir das ich mir das umgebracht habe. Das ist die letzte Freude. Wenn alles Raman zu tragen, die Freunde verloren uns, waren krank, was immer das ist, wenn wir Jesus haben, dann haben wir die Wege nach alles, was wir brauchen. Das ist das Einzige, was uns fehlen wird. So, das wird hier prophezeit in Zacharia, was passieren wird, in der Zeit Charakterraum, was er gesagt hat. In Heihafen noch mehr, in Zacharia 14, in Feier, die erste Feierfeier, das sagt er, dass sei der Nehmel dir, was hier, dort sagte Jesus, was war er kommen, und er war krank, war er in den Olivenbäuch kommen, du wart er seine Feind napsahen, und krank, du wart er war er trägt kommen. Aber dann ist dann war ein ganz anderes Bild sein als nie. Jetzt nicht haben wir am Bruder geredet, und dort bedeutet so viel, als das bedeutet demütig. Aber wenn er dann was kommen, dann wird er kommen zu drehen. Nicht haben wir sein Leben zu geben, zum Frieden mehr, und dass wir können Frieden finden. Aber dann wird er kommen zu drehen. Dann wird er mit dir kommen zu drehen, wo die in uns sind, in den Engen mehr mit seinen Feinden. Und das ist ein ganz anderes Bild, wo er dann wird sein. Das ist nicht haben wir im Bruder, aber dann wird er im Piet kommen. So ein Piet, in der Bibel bedeutet immer Red von Mark. Und dann wird er am Piet kommen. Und das Interessante ist, dass sagt, dass all seine Helden, die waren mit ihm kommen. So, wenn wir mit Jesus sind, und er wird uns mitnehmen, wenn er wird kommen. Und wenn er dann zum zweiten Mal war, kommen, dann wollen wir mit ihm kommen. Und dann wird er in einem Jahr mit seinen Feinden. Und das ist. Würde nicht sehr schwer sein, uns zu wählen, und man kann nicht hören, wie wir uns sind. Man kann sein, was die Wörter mit uns kommen, aber man kann sein, was die Wörter gestruft werden für ihr Gott, für ihr Vernichtung und Jesus Glauben. Und dann in Offenbarung 7, Vers 9 und 10, dass hier werden sie ihre Kleider am Weich breiten, und werden mit Palmblätter und hier noch ein Bohrung sehen. Du hast es redet auch, wenn du Johannes der große Herr Menschen sein wird, dass du was der Gelegenheit hier von Himmel an zu checken, dann sag ich, dass du aus dem immer wieder sag ich von allen Rassen Volksstamm sprechenden Menschen eine Herr, die keiner teilen kann. Vor den Thron wieder Lohm und wette Kleider stunden, mit Palmaster an der Hang. So hier von der Palmaster. In Palmaster, das bedeutet Fred in sich. Das ist, was die Bedeutung ist von Palm. So, es ist nicht sehr sound, aber ein ganz anderes Bild. In Christus, das erfällt wir, so was das erfällt worden. Alles, was die prophezeit ist, was erfällt worden. Und mein Wunsch wird sein, dass wir alle reit sein. Und besonders nur in dieser Zeit, dass wir
würden uns daran erinnern, dass wir würden, dass die rechte Anstellung haben für das, was Jesus getan hat. In der letzte Gebet in der Bibel, auf dem Offenbarung 22, Vers 20, wurde das sagt. Und das sagt er, und er das sagt, hat gesagt, jo, ich komm, bald. Und ich habe mit dem Apostel Johannes zu sagen, was er dann sagt, sagt er, Amen, Amen, jo, Herr Jesus, komm. Und dort ist die Frau, ich habe auch zu sagen, jo, Herr, komm. Und er möchte bald kommen, und ich würde uns bloß mal mit sprechen, dass wir uns über den Reiten mehr und besonders und nie in dieser Zeit, da wo wir daran denken, was er für uns getan hat, und das wahrnehmen, und uns Brücken looten, dass sie direkt hinab kommen, wieder verspreit werden. Wir haben noch alle zu beten. Herr Jesus, wir kommen für den Heiligen und die Seichen. Wir danken dir für was du uns für uns getan hast. Dass wir wollen uns wirklich dein Leben zu geben für uns Sünder. Dass wir können auch ihr Leben haben. Dass wir einen Tag werden können mit dir im Himmel mit deinen Bruder sein. Herr, du danken wir dir für. Herr, ich bete, habt ihr uns, dass wir die Wörter treu sein. Habt ihr uns, dass die, wenn die uns brücken wärst, dass wir uns wären, Luten, losleisen, dass wir wären, frei wären, dass die uns brücken kost. Herr, merkt ihr uns, dort, was die uns was haben, Herr. Herr, ich bete, musst du in jedem einen sehen, hier musst du ihn gut sehen, und musst du mit jedem einen mitgehen, wenn sie von hier gehen, Herr, ich bete, musst du diese Wirt, deine Wirt, und uns sehen, und dort muss viel Frucht bringen, Herr. In Jesus' Namen, Amen.